Worin siehst du den Kulturbeitrag der oberösterreichischen Ordensleute? Ich glaube, der Kulturbeitrag ändert sich stark und in Zukunft ist besonders unser Lebenszeugnis gefragt. Wir haben doch in allen Ordenshäusern einen geregelten Tagesablauf, Fixpunkte, auch, glaube ich, eine gute Ausgewogenheit zwischen Individualisierung und auch gemeinschaftlichen Vollzügen. Und ich glaube, viele Menschen kommen zu uns und suchen auch das Gespräch mit uns, weil sie hier vielleicht vermehrt Stabilität suchen und vielleicht auch eine Weisheit in den Orden sich angesammelt hat über die Jahrhunderte, die ihnen von Bedeutung ist. In der heutigen Zeit ist einiges aus dem Lot gekommen. Ich spreche die Finanzkrise an. Kommt das den Orden entgegen? Fordert das die Orden in besonderer Weise auch spirituell heraus? Suchen die Leute in Zeiten wie diesen mehr bei den Orden? Ich glaube, es kommt uns insofern entgegen, dass die Finanzkrise uns zeigt, es kann nicht immer nur überall eine Steigerung geben. Grenzen sind auch ein Segen und es ist gut, dass man das gute Maß hält, wie das der heilige Benedikt sagt. Aber die Frage ist natürlich, ob wir das aufgreifen können. Ich glaube, wir sind auch sehr in dieser Kultur drinnen, die uns ja auch reich beschenkt. Wir sind als Ordensleute Kinder dieser Zeit. Und ich frage mich schon manchmal, ob wir nicht selber eine Betriebsamkeit an den Tag legen, die eigentlich dann suchende Menschen das vermissen lässt, was sie eigentlich bei uns suchen. Also ich glaube, wir sind wirklich gefragt, die geistliche Kompetenz stärker auszubauen. Sind die Orden heute fähig, auch auf Gott hinzuweisen? Gelingt es ihnen? Sie sollten es sein und ich glaube, die Menschen haben da wirklich eine große Erwartung. Auch viele Leute kommen zu uns nach Kremsmünster, die eigentlich so am Sonntag nicht in die Kirche gehen oder die sich nicht als besonders religiös bezeichnen würden, aber sie vermuten oder hoffen, bei uns einen Ort zu finden, wo sie Gott und sich selber näher kommen können. Und da, glaube ich, haben wir einen großen Auftrag, der auch darin liegt, dass wir einfach wirklich Gottes Gegenwart präsent halten sollen und alles auf Gott hinausrichten. Heiliger Benedikt sagt so schön, damit in allem Gott verherrlicht werde. Und das ist vom Gottesdienst bis zur Gartenarbeit, in der Schule, überall. Und ich glaube, das wäre auch der Beitrag der Orden, dass das christliche Leben eine Lebensform ist, die ganzheitlich ist, wo Gott immer den Primat hat. Und da ist dann die Finanzkrise vielleicht schon ein Anlass zu fragen, hat nicht die Wirtschaft den Status einer Religion bekommen, wo man dann gesagt hat, das ist für die Wirtschaft gut, also muss es gemacht werden, egal was es kostet, menschlich oder von den Werten her. Und da glaube ich, hätte die Kirche, hätten die Orden viel anzubieten, wenn sie sich auch als Gegenkultur verstehen und wieder zu ihren Wurzeln vermehrt zurückkommen. Danke.